Ich möchte dir heute zeigen, wie du Strickpatches verbindest. Und zwar im Rahmen unserer Aktion, tu dir was Gutes. Natürlich kannst du auch jedes Patch so verbinden. Es gibt dafür drei Möglichkeiten. Alle drei siehst du hier. Das ist einmal die Zaubernaht von der einen Seite und die Zaubernaht, auch Stoßnaht genannt, von der anderen Seite, ganz flach. Dann hast du hier Möglichkeit 2, den Matratzenstich. Der ist auf der einen Seite komplett unsichtbar und hat auf der anderen Seite hier eine minimale kleine Wulst. Und Möglichkeit 3 ist, die zusammenzuhäkeln mit Kettmaschen, aber schön von oben nach unten. Das heißt, die Naht liegt flach und sieht auch auf der anderen Seite wirklich gut aus und schön flach. Und die gibt dem Ganzen halt noch einen Rahmen, sodass du hier deine schönen Bilder, die du strickst, auch noch mal komplett einrahmen kannst, wenn du das mit einem Kontrastgarn machst. Also, alle drei Möglichkeiten hast du und wie das geht, das zeige ich dir jetzt. Zum Verbinden unserer Patches brauchen wir natürlich erstmal unsere Patches. Die habe ich hier, vier Stück. Und es gibt insgesamt drei Möglichkeiten, wie ich dir gesagt habe. Und ich zeige dir alle drei Möglichkeiten hier. Jetzt kannst du diese Patches ja aus unterschiedlicher Wolle machen. Das habe ich hier auch gemacht. Das heißt, die sind dann auch unterschiedlich hoch. Hier siehst du das. Und auch unterschiedlich lang. Das ist gar kein Problem, denn ich finde es sowieso recht schön, wenn man sich das so zusammenpuzzelt, dass man beispielsweise hier nicht immer die gleiche Höhe hat, sondern dass sich das so ein bisschen leicht versetzt. Das wäre eine Option. So rum geht das zum Beispiel auch. Ich finde, das Grün passt ganz gut zu dem Blau. Wenn ich das hier drüber setze, seht ihr, dann werden wir ein bisschen kurz. Das heißt, ich muss das Rosa schon über unser Blau setzen und dann kann ich die so zusammensetzen und dann passt das. So ist das prima. Wenn du das gefunden hast, empfehle ich dir, die Patches, egal wie viele du zusammensetzt, in Streifen zusammenzusetzen. Das heißt, so und so. Oder alternativ, wenn die sich jetzt hier nicht überlappen, dann so und so. Auf jeden Fall, auch wenn du jetzt mehrere hast zum Beispiel, dann würdest du erstmal einen Streifen so vorbereiten und den anderen dann daneben, damit du dann hier eine durchgehende Naht arbeiten kannst. Du kannst aber auch, wenn du die jetzt beispielsweise, ich mach's mal hier, auch wenn die dann jetzt nicht ganz passen, du kannst sie ja auch in unterschiedlichen Richtungen zusammensetzen. So, dann würdest du erstmal die beiden nähen und dann diese Strecke. Wir machen das jetzt so, das heißt, wir nähen zuerst diese beiden und dann in der Mitte zusammen. Möglichkeit 1 ist die Stoßnaht oder Zaubernaht. Dafür brauchen wir jetzt mal hier unsere Schere. Und das kleine süße Nadelkissen ist übrigens auch von Prüm. Das ist ganz praktisch. Da steckt die Schere hier schon drin. Und hier könnt ihr noch eure Nadeln reinstecken. Und ich benutze ein Kontrastgarn. Heute mal in Grau. Damit ihr auch wirklich gut seht, wo ich nähe und ob man die Naht sieht oder nicht. So. Und natürlich eine Wollnadel. Und dann kann es losgehen. Variante 1 ist die Zaubernaht oder Stoßnaht. Dafür legen wir uns die beiden Teile von der rechten Seite hin, halten die uns hin und verbinden die jetzt erstmal hier an der Ecke. So, ich lasse meinen Faden zum Vernähen, indem wir da zweimal reingehen und dann sind die auch verbunden. So, und jetzt gehe ich immer von oben hier eine Masche in die nächste Masche rein, ziehe den Faden durch, gehe dann in die nächste Masche hinein, wieder oben durch die nächste Masche durch
muss ich gucken, dass ich die erwische. Und kann dann hier, der Anfangsfaden bleibt natürlich da. Du gehst mal schön weg hier. So. Und dann nähe ich quasi immer von oben nach unten und immer von einer Masche in die nächste Masche rein. Das heißt, ich nähe hier so eine kleine Welle oben drauf. Wie ihr sehen könnt, entsteht hier die Welle. Wenn ich das jetzt mit einem dieser Garne mache, dann sehe ich die auch überhaupt nicht. Und die liegt, wie ihr sehen könnt, sehr schön flach an. So. Immer hier durch einen Faden durch. So, dann bin ich auch schon an der Ecke angekommen. Und da kann ich jetzt hier meine Ecke einfach wieder verbinden, indem ich da zweimal durchgehe. So. Und die Fäden müssen wir dann unsichtbar vernähen. Wie ihr seht, geht das hier unten so ein ganz klein bisschen zickzackmäßig auf. Das kommt darauf an, in welche Masche ihr reingeht. Aber die ist sehr schön flach und liegt gut an und sieht auch von der anderen Seite gut aus. Ihr könntet die auch beispielsweise von der anderen Seite nähen, dann habt ihr aber immer das Problem, dass es hier so ein bisschen aufklappt. Das geht auch von links zu nähen, dann sieht man von vorne gar nichts. Ja, so. So sieht die also aus. Das wäre unsere Zaubernaht oder Stoßnaht. So, Variante 2 ist der Matratzenstich. Dafür lege ich mir diese nicht übereinander, sondern nebeneinander hin. Hab hier wieder meinen Kontrastfaden, damit ihr das sehen könnt. Und masche hier einmal rechts und links an der Ecke an. Und guck dabei drauf, dass ich auch wirklich die Ecke treffe. So, hier ist die Ecke. Und da ist die Ecke. So. Oh, jetzt haben wir aber einen langen Faden. So, braucht man den gar nicht. So, und dann noch mal hier durch. So, beim Matratzenstich gehe ich von oben nach unten hier in die Maschen rein und an der Seite würdet ihr von oben nach unten hier durch zwei Knötchen hindurchgehen. Ja, also wenn ihr das an der Seite macht, dann schnappt ihr euch hier zwei Knötchen, ein Knötchen, das zweite Knötchen und geht dadurch. Und wenn ich das von oben nähe, dann schnappe ich mir hier quasi eine Masche und ich nähe immer sehr gerne sehr dicht am Rand, damit ich nicht so eine dicke Wulst habe. Du kannst natürlich auch hier nähen in der Masche. Dann klappt aber hier diese ganze Fläche nach hinten um. Und das wollen wir eigentlich nicht. Das heißt, ich gehe wirklich hier sehr, sehr dicht in den Rand rein. Ziehe dann durch, habe zwei Fäden. Da, wo ich rausgekommen bin, hier, da muss ich auch wieder rein. Und dann siehst du, wenn ich da reingehe, hier habe ich hier meine zwei Fäden. Da. Und da gehe ich auch wieder drunter. So. Und jetzt gehe ich da, wo ich rausgekommen bin, wieder rein. Das heißt, ihr geht wirklich zweimal in die gleiche Stelle rein. Hab hier wieder zwei Fäden auf der Nadel. Gehe da runter. Da, wo ich rausgekommen bin, gehe ich wieder rein. Da. Und dann zwei Fäden nach oben und hier
genau das gleiche. Also wirklich da, wo man rausgekommen ist, wieder rein und sich dann zwei Fäden schnappen. So. Und wenn wir das so machen, dann können wir, dann seht ihr, geht das hier immer am Zickzack hin und her. Und dann kann ich hier meinen Faden anziehen. Der verschwindet dann auch komplett. Dann habe ich hier meine Maschen zusammen. Aber ich habe hinten auf der Seite eine Wulst, die ist auch relativ klein, wenn ihr euch das anschaut, wenn ich sehr, sehr dicht am Rand nähe, so wie ich das gemacht habe. So, und dann mache ich natürlich auch diese Naht hier im Matratzenstich. Einmal fertig. Und immer schön gucken, dass da, wo ihr rausgekommen seid, ihr wieder reingeht. So. Der Faden ist hier natürlich so lang. Ihr braucht beim Matratzenstich keinen Faden, der so unendlich lang ist, denn der Matratzenstich ist relativ garnschonend. So. Und deswegen muss der gar nicht so lang sein, der Faden. So. Und ihr seht immer, im Gegensatz zur Stoßnaht geht es immer zweimal in die gleiche Masche oder in die gleiche Randmasche hinein und dann oben wieder heraus. So, und dann jeweils nach ein paar Maschen anziehen und fertig. Ich mache die Naht hier mal fertig und dann zeige ich dir natürlich noch Variante 3. So, mein Matratzenstich ist jetzt hier fertig. Ihr seht, hier ist noch die offene Kante und jetzt kann ich hier dran ziehen und dann geht der auch zu. So. Na, komm her. So, und wenn ich am richtigen Faden ziehe, dann kriegen wir den auch ganz zu. Genau. So. Und da ist der dann in der Mitte auch zusammen. So. Und ihr seht, das ist eine ganz tolle, ganz schöne Naht. Man sieht die von vorne gar nicht. Und von hinten gibt es hier eine ganz kleine Wulst. Wenn ihr ganz eng genäht habt an der Kante, dann ist die hier auch wirklich sehr, sehr klein und trägt kaum auf. Gerade bei dem Krausrechten nicht. So sieht die aus. Hier würdet ihr die sehen, da. Also ihr seht, das ist eine ganz, ganz kleine, minimale Kante, die aber trotzdem sehr, sehr schön und halt auch sehr stabil ist. Wenn ihr das fertig habt, so, dann sichert ihr an der Seite hier natürlich auch so, mit einem Stich. So, ich habe die Fäden noch dran, weil ich auch gerne mal mit den eigentlichen Fäden vernähe. Deswegen lasse ich die Fäden, die Endfäden von den Patches immer dran und ein bisschen länger. So, und dann können wir hier den Faden auch abschneiden. Und dann ist unsere Variante 2 mit dem Matratzenstich auch schon fertig. So, so sieht das jetzt aus. Und hier ist mal Matratzenstich versus Zaubernaht. Wenn wir die umdrehen hier, dann würde die ähnlich schön liegen. So, und jetzt müssen wir nur noch diese beiden Patches verbinden. Und das möchte ich dir mit Variante 3 zeigen. Und für Variante 3 braucht ihr eine Häkelnadel, denn das machen wir mit Kettmaschen. Dafür mache ich mir als erstes eine Luftmasche. So, und jetzt kann man das natürlich hier zusammen
ich zeige es dir mal kurz. Man könnte es theoretisch zusammenhalten und jetzt hier immer in die Knötchen, in die Randmaschen hineingehen und Kettmaschen häkeln oder auch feste Maschen. Bei einer Kettmasche ziehen wir einfach nur durch. Aber dann passiert Folgendes. Ihr habt dann hier auf einer Seite, das sehen wir hier schon, da brauchen wir gar nicht weiter, ihr habt auf einer Seite hier diese kleine linke Masche, die da entsteht, und auf der anderen Seite liegt die Kette. Und genau das wollen wir nicht. Deswegen machen wir das auch nicht so. Wir machen das nämlich schön. Dafür legen wir uns die beiden Sachen hier vor uns hin. Der Faden geht hier drunter, also wirklich unter die Häkelstücke, Strickstücke. So, und jetzt gehen wir von oben hier hinein, schnappen uns hier das erste Knötchen und schnappen uns hier das erste Knötchen. Und der Faden muss von unten kommen, so. Das heißt, ich muss den Faden so legen, dass der hier unten ist, also unter meinem Strickstück. Und jetzt ziehe ich von unten nach oben eine Kettmasche durch. Und jetzt gehe ich hier ins nächste Knötchen. Ich empfehle euch, eine Häkelnadel zu nehmen, die schön spitz ist. Das heißt, ich gehe hier wirklich in die Knötchen hinein, da. Ihr könnt auch an der Seite in die nächste Masche reingehen, aber ich finde, am schönsten sieht es aus, wenn ich in die Knötchen reingehe. Hier komme ich besser rein gerade. Und dann wirklich von unten, der Faden ist immer unter eurem Häkelstück, von unten nach oben eure Kettmasche durchziehen. Und dann wieder nächste Masche. Hier hinein. Einmal hier hinein. Und einmal hier ins nächste Knötchen. Und dann liegt der Faden unten drunter. Und dann holen wir den Faden von unten drunter nach oben. Den Knoten haben wir abgearbeitet. Dann sind wir hier beim nächsten. So, gucken wir, dass wir auch alle Maschen mitnehmen. Da und da ist der nächste. Auf der anderen Seite also immer durch beide Knoten von beiden Seiten den Faden holen und durchziehen. Und dann passiert Folgendes, was ich euch gleich zeige. So. Dann legt sich hier oben eine Kette in eurem Kontrastgarn obendrauf. Und die wirkt wirklich ganz schön und ist noch ein zusätzliches Zierelement, was ihr arbeiten könnt und gibt euren Musterpatches einen kleinen Rahmen. Deswegen würde ich an der Stelle empfehlen, unbedingt in Grau, Anthrazit oder Weiß zu nehmen. Also irgendwas, was neutral ist, wenn ihr auf dem Rest der Strickstücke einfach bunte Farben habt. Ja? Also wirklich hier etwas schön Neutrales nehmen und etwas, was halt im Ganzen auch einen Rahmen gibt. Also ein Gold könnte ich mir auch gut vorstellen oder ein Silber. Das gibt es auch. Oder eben ganz klassisch Schwarz-Weiß und Anthrazit. So. Manchmal kommen mir hier so ein paar Fädchen mit hoch. Ist nicht so schlimm. Die verschwinden nachher wieder unten. Und hier könnt ihr das einmal sehen, wie das übereinander liegt und wie sich diese Naht hier auf diese Art und Weise gibt. Wenn ihr hier mehr Fäden nehmt von links, dann seht ihr, dann überdecken die sich hier. Das habe ich hier absichtlich gemacht. Hier unten habe ich immer nur einen genommen. Ich hole es mal ran. Hier unten habe ich immer nur einen genommen. Hier bin ich durch das dickere Knötchen gegangen. Das geht, das ist halt auch ganz schick, aber wenn ihr immer nur durch ein Knötchen geht, dann sieht das natürlich viel feiner aus. Von unten sieht das Ganze dann so aus,
da liegt hier unsere Kette vom Zusammenhäkeln auch drauf. Das trägt halt auch nur minimalst auf, gibt dem Häkelstück bzw. dem Strickstück und euren Patches oben aber eine schöne Kante. Ich mache die Naht hier mit den Kettmaschen nochmal nach oben hin fertig und dann zeige ich dir noch, wie es aussieht. So, wenn ich jetzt hier oben angekommen bin, dann mache ich hier noch eine Luftmasche und dann kann ich den Faden auch abschneiden und meine Luftmasche anziehen. Und dann sieht unsere Naht mit den Kettmaschen jetzt so aus. Du siehst hier, die Kettmaschen liegen oben drauf, wie so ein kleines Zöpfchen. Und die verbinden das ganz gut und würde man das jetzt hier rundherum machen, dann hättest du überall so einen kleinen schwarzen, in unserem Fall anthrazitfarbenen Rahmen. Auf der Rückseite sieht das hier auch schön ordentlich und sauber aus. Wenn ihr euch das anseht, als hätte ich da mit der Nähmaschine drüber gesteppt. Und von vorne haben wir jetzt hier schon ein kleines Kissen, was so etwa, naja, 20 x 20 cm ist das jetzt hier. Das ist schon ganz süß. Für ein größeres Kissen bräuchten wir mehr Patches, aber mehr Patches kommen natürlich. Die gibt es im neuen Jahr. Das Herz ist schon veröffentlicht, das kannst du dir schon angucken. Den Kussmund natürlich auch. Der Stern und das Blatt sind auch schon draußen. Also das heißt, aus diesen vier Patches kannst du schon einiges basteln. Und wenn dir diese Reihe gefällt, dann lass einfach ein Däumchen nach oben da. Und zeig mir gern auch deine Patches bei Facebook zum Beispiel oder auch bei Instagram. Und markiere mich mit Hashtag tu dir was Gutes. Und ansonsten geht es im nächsten Jahr weiter mit der Reihe. Da erwarten euch noch ganz, ganz viele schöne Muster. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns dort wiedersehen. Wenn du das nicht verpassen willst, einfach ein Abo dalassen, falls du das noch nicht gemacht hast. So, ich sage jetzt mal viel Spaß beim Zusammennähen und bis bald.